So, moin und willkommen zu 27 Gaming, zu einer abendlichen Runde IL2 Great Battles. Wir sitzen in unserer wunderschönen BF 109 K4. Letztes Modell, bestes Modell, meiner Meinung nach. Jo, und schauen wir mal, was wir heute so reißen können. Also, werfen wir mal den Motor an. Klick, klick, klick. Ja, stimmt, ihr habt nicht so viel Benzin mitgenommen. Jetzt lass den Sound hören. Ja, Pumpe erstmal. Da ist die Pumpe. Ja, jetzt geht's los. Ja. Schön drehen. Und an ist unsere gute Kiste. Klappen runter. Nehmen wir mal 25%. Ah, 26 geht auch. Damit kommt man recht gut hin. Der Motor ist eh so stark, dass uns sowas von nach vorne zieht. Bremse nein. Schubregler ein bisschen nach vorne. Ja, da will sie schon vor. Und da geht sie gleich vor. Noch ein bisschen mehr. Ah, schön gegenhalten. Und los geht's. Da will er nach links ausbrechen, was? Hey. Ziemlich holpriger Start. Kommen wir auf die Piste. Ja, so sieht's besser aus. Was haben wir an Geschwindigkeit? Oh Mann, das ist ein miserabler Start. Aber es reicht. Und hoch mit uns. Fahrwerk einfahren. Fahrwerk eingefahren. Lappen einfahren. Klappen eingefahren. Nachtrimmen. Ja, noch ein bisschen mehr. Ja, nachgetrimmt. Sieht richtig schön hier aus. Mit den Seen. Mit dem Gas ein bisschen runter. So, und dann schauen wir mal, wo was ist. Voilà. Ah, wir müssen zur großen Stadt darüber. Na, dann machen wir das mal. Hoffen wir, dass es nicht so viel Flugabwehr da drüben gibt. Ich muss sagen, mit Battle of Bodenplatte haben sie echt eine sehr geile Map hier reingemacht. Sieht richtig schön aus. So, ich guck mal, ob wir noch einen Kurs kommen. Und wir haben die Stadt als Orientierung. Nur ein bisschen Gas. Na, Gefecht brauchen wir nicht. Dauerleistung reicht. Dann wir ein bisschen immer nach links. Ja, ist wieder auf Gefechtsleistung. So. Ich müsste mal rausfinden, wie ich die Querruder trimmen kann. Na egal. Nur 300 km/h. 1,1 Kilometer hoch. Gucken wir mal, wohin die Reise geht. Sind noch auf Kurs. Ich muss unbedingt mal ausfinden, wie man das trimmt, weil das ist ja echt übel, dieser Porch Turn. 350 km/h. Alle Systeme soweit. Okay. Oh, ich habe die Karte weggemacht. 2 Kilometer fast hoch. Genießen wir ein bisschen die Aussicht. Ich habe es mal auf Echtzeit gelassen, also fast Echtzeit. Kurz nach 6 müsste es sein. Wo ist denn meine Uhr? Da. 5 nach 6. Während ich das Video aufnehme, wird wahrscheinlich Viertel nach 6 sein oder so. Gucken wir uns mal die Stadt an.
Ui, da wird mir auch richtig schwarz vor Augen. So, nicht mal einen Zug gibt es hier, obwohl eigentlich ganz gut. Der Zug hat eine Menge Flak hinten drauf. Und wenn die erstmal feuert und trifft, dann ist Polen offen. Naja, geschichtlich gesehen war das schon. Wuhu! Da müssten irgendwo die Autochen sein. Eigentlich hatte ich es mehr auf Artillerie abgesehen. Die wehrt sich wenigstens nicht. Habe ich so wenig Sprit mitgenommen? Das ist ja übel. Artillerie da hinten am Wasser. Gut, gucken wir mal. Wo es so breit ist. Panzer sind auch in der Nähe, aber gegen die kann man nichts ausrichten. Das machen dann die Bomber. Wir haben gleich mal einen Sturzflug und schauen, was die Kiste so kann. Wieder ein bisschen runter. So, schauen wir mal, wo ist denn da was? Boah, fast 700 km/h. Da sind sie an der Straße, okay. Das kannst du mit sonst keinem anderen Flieger machen. Na, vielleicht noch mit der Messerschmitt 262, aber. Kein Propeller. Was für ein Auftrag? Ich habe da noch gar nichts gemacht. Jetzt zeige ich natürlich wieder. Da hinten war es, genau. Dann probieren wir mal, die zu treffen. Meine Schussskills sind etwas schlecht. Bin ich richtig? Ah, hier ist er. Oh. Hab ich ihn erwischt? Nein, natürlich nicht. Okay. Nehmen wir einen neuen Anflug. Ja, na, wo bist du denn? Oh, hoppala, ein bisschen hoch. Ja, da ist er. Da drüben. Oh, das Ding kannst du so schön eng drehen. Oh, hier können wir uns Zeit lassen mit dem Anflug. Leider sieht man die so ganz schlecht und spät. Da ist einer. Passt. So, die ist weg. So stelle ich mir das doch vor. Ach, sind die drei Einspritzdruck von wegen. Da ist ein Schiff. Vor uns wäre auch ein Zug. Ja, von wegen. Das war doch erst eine. Ah, wieder ein bisschen langsamer. Und Drehung. Gut, dass sie sich durch die Schüsse verraten. Mist. Weiß gar nicht, habe ich es erwischt? Oh, das war mir doch ein bisschen zu knapp. Und ja, es ist ja alles Übung. Alles üben.
bin ja ein richtiger Noob noch in dem Spiel. Boah, der hat getroffen. Jetzt müsstest du eigentlich weg sein. Noch nicht explodiert, aber weg. Also mindestens zwei hätte ich schon ganz gerne. Schön langsam, was heißt langsam? Boah, der Wind ist echt zu stark. Jetzt aber Feuer hier. Zwei. Gut. Mal gucken, welche ich jetzt noch nehme. Danach probiere ich den Zug, auch glaube, wenn das unser Ende ist. Ah, schön. Oh, leise das Ding schnurrt. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Da bist du. Oder auch nicht. Wo bist du denn? Ach, die ist auch schon kaputt. Ist nur noch die hinterste übrig. Na gut, machen wir doch nochmal zwei Anflüge. Ah, da ist der Zug, der fährt in die Stadt. Dann haben wir sowieso erst noch ein bisschen Zeit. Nein, noch nicht. Erst wenn wir kaputt sind oder die Munition verschossen. Bin ich hier richtig? Verdammt, ich glaube, ich habe die falsche Straße. Okay, ich habe die falsche Straße angeflogen. Ich habe keinen Plan mehr, wo sie waren. Ich bin völlig falsch. Ich war irgendwo da hinten, ne? Eieieiei. Echt so falsch geflogen gerade. Meine Güte. Das ist ja peinlich. War das da, oder? Ja, da sehe ich sie doch. Mal kurz drehen, bitte. Das Ding bleibt so lange schnell. Jetzt immer noch 300. Trotz dieser engen Kurve. 250. So, jetzt müssen wir irgendwie das Speed kriegen. Er fliegt sich so geil, die Maschine. Eigentlich nur noch die 262 fliegt sich noch ein bisschen geiler. Die ist so richtig schön stabil. Wer war denn das? Ach, die war das. Ach, verdammt. Ach, lass mal's gut sein. Holen wir uns den Zug. Na. Na komm, holen wir uns den Zug. Bevor er abhaut. Ja, eine Obitze wird unsere Panzerdivision schon fertig machen. Oh, ich glaube, den Zug greife ich mal von etwas mehr Höhe an. Das ist schön, Züge sind immer so leicht zu finden. Ja, der Sprit reicht aber auch nicht mehr lange. Ganz schön durstig, die Maschine. Ich
Sag mal, fährst du überhaupt auf einer Schiene? Sieht aus, würdest du mitten durchs Feld fahren. Wie es aussieht, haben sie mich noch nicht gesehen. Ja, von wegen. Ah, jetzt haben sie mich gesehen. Schütze hat keine Munition mehr. Mal gucken, ob sie die Flak schnell drehen können. Ja, wir drehen die Flak. Flak ist noch da. Uhu. So, dann nochmal ein Run auf das Ding. Habe ich nichts erwischt davon? Ein bisschen schade. Also ich hätte schwören können, dass wenigstens ein paar Schuss was treffen. Ah, die Flak hat sie noch nicht auf mich eingeschossen. So. Das Ding fährt ja immer noch. Ah, eine Flak erwischt. Fehlingsgeschütz erwischt. Und dürfte die jetzt ziemlich wehrlos sein. Dann machen wir die Kanonen noch leer und fliegen zurück. Nicht so hart drehen. Das tut dem Kopf nicht gut. Also ein bisschen steil. Oh, Bäume, viele nette Bäume. Das hätte übel ausgehen können. Ich glaube, ich habe jetzt nur noch die MGs. Kanonen dürften jetzt alle leer sein. Dann noch einen kleinen Run. Und zurück zur Basis. Ach, ich hab das doch. Na, da sind deine Waggons, mein Freund. Oh, und hoch. Das überleben wir sonst nicht. Gut, ab zur Basis. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Können wir noch ein bisschen den Sonnenuntergang genießen? Oh ne, die ist noch ein bisschen hoch, die Sonne. Ein bisschen entspannt. Bis jetzt war das ein recht erfolgreicher Flug, oder? Mal gucken, ob wir den einen noch erwischen. Weil es immer der eine ist, der einen ins Verderben stürzt. Okay, jetzt ist auch die Kanone leer. Ah, schade, ganz knapp daneben gewesen. Dann jagen wir den Leuten statt noch ein bisschen Angst ein. Maastricht. Oh, ein Flachwagen zerstört. Das hat aber gedauert.
Ach, wie klein die Städte früher doch noch waren. War schöne Stadt. Stotter, stotter. Keine Ahnung, was das ist. Das sieht nach einem Bahnhof aus mit nur einem Schienending dran. Okay. Fabrik. Das könnten Freizeitflieger sein. Ah, suchen wir mal unseren Flugplatz. Voilà. Ah, 74 sollte reichen. Ich würde ganz gerne mal eine Mission bei Nacht fliegen. Das muss cool sein. So, wo war denn die Landebahn? Man sieht hier ja gerade gar nichts durch die Sonne. Oh yeah. Naja, was soll's. Finden wir schon noch. Haben wir zum Glück unsere Karte. Aber noch weit weg. Oh, direkt vor uns. West nach Ost landen. Oh Mann, der Tank ist schon fast leer. Da habe ich mich doch ein bisschen verschätzt. Bisschen runter. Dann müssen wir auch wenigstens nicht gegen die Sonne landen. Wäre jetzt echt traurig, wenn ich die Landung versauen würde. Das lief so gut bis jetzt. So, 762 Gaming bittet um Landeerlaubnis. Keiner am Tower, dann gebe ich es mir jetzt selbst. Ja, schon mal Klappen raus. %. Das dauert immer ewig. Ein bisschen zu weit ab. Geschwindigkeit geht auch massiv runter. Klappen einfahren von wegen. So, Fahrwerk raus. Jetzt müsste die Geschwindigkeit weiter runtergehen. Und nicht zu früh, nicht zu früh. Nein, nein, nicht zu hart, nicht zu hart auf. Komm. Das war jetzt ein bisschen, sind zu schnell geworden. Schon ganz vorsichtig, vorsichtig. Oh, nicht die beste Landung heute, aber. Aber wir stehen. Also noch stehen wir nicht, aber wir sind ganz gut dabei. So. Bisschen rüber. Und nicht ins Schlingern geraten. So, das war doch erfolgreich. Es landet heute eh keiner mehr, also Motor aus. Irgendwo an der Seite. Also ich hätte die Schraube jetzt aufgemacht, aber. Und das finde ich so geil im VR, dass das Ding wirklich eine Größe hat. So, das war recht erfolgreich. Also, danke fürs Zusehen und bis bald. Schauen wir uns nochmal die Stats an. Was haben wir denn alles gerissen? Erfolgreiche Landung. Oh, so viel war es gar nicht. Ein Eisenbahnwaggon, zwei Maschinengewehre, zwei Geschütze nur. Okay, ein Luftabwehrgeschütz. Na gut, jetzt aber. Ciao.